Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur wöchentlichen Vorschau auf die neue Ausgabe unserer Zeitung der Weltwoche. Wir sprechen von der Ausgabe Nummer 6 am 7. Februar 2019, 87. Jahrgang, wie immer natürlich die Vorankündigung heute. Im Hintergrund ein paar Geräusche, lasst es nicht stören, wird da umgebaut und etwas gebohrt in unserer Firma. Ich mache es ganz kurz. Titelgeschichte: Wir widmen uns dem Reformator Huldrych Zwingli. Jetzt Thema in einem Film, der auf großes Interesse stößt. Schon über 120.000 Eintritte über Zwingli, bei Zwingli, der Film. Und ja, jetzt meine persönliche Meinung, ich habe den Film geschaut, ich war jetzt nicht total begeistert. Vor allem Zwingli als Typ kommt so etwas rüber als spürst du mich Typ. Im Männerbüro etwas Befindlichkeit über die eigenen Ängste sprechen und so. Und wenn ich dann das vergleiche mit diesem Gesicht hier, dieses Dürer-Porträt von Zwingli, das ist natürlich ein ganz anderer Charakter, das vorspringende Kind, die Entschlossenheit. Und wir versuchen hier einmal den wahren Zwingli darzustellen, wie der Reformator vom Sünder zum Verkünder wurde, vom Sünder zum Verkünder. Zwingli, eine nicht nur charismatische Predigerpersönlichkeit, sondern auch ein Mensch mit interessanten Facetten und Abgründen und einfach ein sehr realitätsnahes Porträt aufgrund von verschiedenen Quellen, um etwas das Bild des Films abzurunden. Der Film, ja, eben wie gesagt, hat ein bisschen sowas, wie sich der Zürcher Kreis 5, die WG im Zürcher Kreis 5, die Wohngemeinschaft, wie die sich jetzt diesen Reformator vorstellt. Und da fehlt einfach etwas auch die Dringlichkeit, die ganze existenzielle Aufgewühltheit dieser Reformationszeit damals in Zürich. Und wir versuchen hier eine Injektion Realismus einzuspritzen. Dann Nummer 2. Großes Thema, Kosovos feuchter Traum. Rapperin Loredana aus Emmenbrücke bricht alle Rekorde. Ja, das ist auch interessant, ursprünglich Kosovarin, jetzt in Emmenbrücke lebend. Rapperin bricht alle YouTube und Video und weiß was, Instagram-Rekorde, vor allem im Kosovo, im Balkan, ein Kultstar. Und wirklich, also unglaubliches Phänomen jetzt, ein Internetphänomen, ein Pop-Phänomen. Und Michael Bahnert hat jetzt diese Loredana analysiert und seziert und kommt da zu interessanten Erkenntnissen. Dann ebenfalls eine ganz spezielle Sache, etwas, was Sie sonst nirgends lesen können. Milliardär, Abenteurer und Russlandfreund, das erstaunliche Leben von Friedrich Paulsen. Friedrich Paulsen, der Name sagt Ihnen vielleicht nicht, ist eine ganz große Unternehmerpersönlichkeit in der Westschweiz, in Lausanne, ist ein Pharmaunternehmer im Hormonbereich tätig, ursprünglich von der Familie Deutscher, jetzt aber Schwede, sind weggegangen im Nazizeit. Und ganz beeindruckend auch, was er an wohltätigen Leistungen für die Schweiz macht. Auch ein Polarforscher und eben sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Und das Interessante ist, dass er in Schweizer Medien also als quasi finstere Figur dargestellt wird, vor allem vom Tamedia-Konzern, der sich kampagnenhaft auf ihn eingeschossen hat, aber nicht nur auf ihn, sondern vor allem auch auf Politiker, mit denen er befreundet ist, insbesondere den FDP-Regierungsrat Pascal Brulis. Sie erinnern sich, Neuenburger, der Finanzdirektor, ist da plötzlich ins Gerede gekommen. Er habe mit den Steuern irgendetwas nicht richtig gemacht. Der Tagesanzeiger hat, glaube ich, über 30 Artikel publiziert zu dieser ganzen Geschichte. Und da ist einfach nichts herausgekommen, trotz diesen massiven Angriffen. Und hinter dem quasi stand immer der Schatten des Paulsen, weil Brulis befreundet ist mit Paulsen, die übrigens auch die SP-Nationalrätin Savary. Auch sie hat nichts Verbotenes gemacht. Ist auch nicht so, dass er sie dafür teure Reisen eingeladen hätte, wie das bei Mode der Fall war. Die waren zwar auf Expeditionen dabei, haben aber selber bezahlt. Und dann ging es dann am Schluss um eine Wahlkampfspende, die Paulsen gemacht hat, was es ein gutes Recht ist. Aber hier etwas moralische Erhitztheit, moralische Aufgeregtheit. Dann ein sehr schöner Essay des Schriftstellers Mario Vargas Llosa über Venezuela, Maduros Venezuela, der peruanische Schriftsteller, Liberale, über dieses
Land, das jetzt aufgewühlt in der Krise steckt, kubanische Zustände, hier das Stichwort, große Literaturbeilage. Und hier möchte ich besonders hervorheben das Porträt des Comiczeichners Zepp. Der sagt Ihnen vielleicht auch nichts, ist eine Riesenfigur. Zepp, eine Riesennummer. Das ist ein Comiczeichner, ebenfalls aus der Romandie. Und er ist der Intimfeind von Bolsonaro, dem brasilianischen Präsidenten. Der hat ihn sozusagen zu seinem persönlichen Intimfeind erklärt, weil eben dieser Zepp unbotmäßige Karikaturen über Bolsonaro veröffentlicht hat. Jörg Altweg hat Zepp getroffen, großartig. Dann Takis Würger, auch ein interessanter Name, Takis Würger, ein Spiegel-Reporter, der ein Buch geschrieben hat über eine Jüdin während der Nazi-Zeit, die auch kollaborierte mit der Gestapo und ein schillerndes Leben hat, eine reale Figur war. Und dieser Würger hat nun also einen Doku-Roman, einen sozusagen, ja, fiktionalen, also einen Doku-Roman über diese Frau geschrieben und ist in einen veritablen Shitstorm geraten. Also noch selten habe ich das erlebt, dass ein Autor derart einhellig und derart vehement kritisiert wurde. Man könnte ja sagen, na gut, ist ein schlechtes Buch eines bis jetzt unbekannten Autors, was regt ihr euch auf? Aber dass der so ins Dauerfeuer, ins Sperrfeuer geriet, das ist bemerkenswert. Was steckt da eigentlich dahinter? Was ist da eigentlich das wirkliche Ziel? Oder geht es wirklich um dieses Buch? Das ist die Frage, die Rico Bandle erörtert in dieser Ausgabe und mehr und mehr. Es gibt noch viele andere Texte, die ich jetzt aber nicht erwähnen kann. Also bleiben Sie dabei. Rapperin Loredana, Zwingli, der Milliardär und Abenteurer Vargas Llosa. Also ein bunter Strauß wieder von abwechslungsreichen Themen. Ich hoffe, auch Sie finden etwas, was Ihnen gefällt. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und ich höre jetzt auf, weil hier die Störgeräusche lauter werden. Wir sehen uns in einer Woche wieder.